Herzlich willkommen zur Coffee Cup Lerneinheit, die digitale Bilderwelt. In den nächsten Minuten lernen Sie die Grundlagen der digitalen Bilderwelt kennen und können nachfolgend mit den gängigsten Bildformaten für Druck und Web adäquat umgehen. Starten möchten wir mit dem kleinsten Element eines Bildes, dem Pixel. In einem Bildbearbeitungsprogramm habe ich nun ein Bild geöffnet. Was wir hier sehen, ist jedoch nur ein Ausschnitt des Bildes. Ich habe zuvor stark in das Bild reingezoomt, um ein Pixel darzustellen. Wir sehen hier in gerasterter Form unterschiedliche Farbelemente, die als Gruppe gemeinsam das vollständige Bild formen. Nun jedoch näher zum Pixel. Wenn wir ein Bild stark vergrößern, sehen wir unterschiedliche Farbwerte, die in diesem Fall in quadratischer Form aneinander geordnet sind. Ein Pixel ist das kleinste Element eines Bildes und somit ein Bereich, dem ein Farbwert zugeordnet ist. Zoomt man nun immer mehr heraus, erkennt man immer besser das Bild. Der Ausdruck verpixelt kommt daher, wenn zum Beispiel ein Bild in nicht ausreichender Qualität dennoch groß dargestellt wird und die einzelnen Farbwerte mit freiem Auge erkennbar sind. Pixel leitet sich aus der Wortkombination aus Picture und Element zusammen. Und nun kommen wir auch schon zu dem zweiten Punkt, zur Auflösung. Die Auflösung gibt die Größe eines digitalen Bildes an. Die Breite sowie die Höhe des Bildes werden hier in Pixel angegeben. Mögliche Größen wären hier zum Beispiel 240 x 160 Pixel oder auch 3008 x 2000 Pixel. Je nach Format ändert sich auch der erforderliche Speicherplatz. Bei der Größe von 150 x 150 Pixel sind es hier zum Beispiel 12 KB. Bei einer Auflösung mit der Breite 3008 x der Länge 2000 Pixel wird sichtlich mehr, nämlich 3 MB Speicherplatz benötigt. Ist das Bild also größer, werden mehr Pixel und somit auch Farbinformationen gespeichert. Im nächsten Schritt möchten wir uns mit den unterschiedlichen Bildformaten auseinandersetzen. Die wichtigsten Formate hier sind PNG, JPEG, GIF und TIFF. In der Praxis wird für Logos das Dateiformat PNG, für Web JPEG, für Animationen GIF und für den qualitativ hochwertigen Druck TIFF verwendet. Logos benötigen oft einen transparenten Hintergrund. PNG bietet hier die Möglichkeit, diese als solche abzuspeichern, ohne einen zu hohen Speicherplatz zu benötigen. JPEG hat unterschiedliche Komprimierungsverfahren und ist optimal für den Einsatz auf Websites, da diese einen geringen Speicherplatz benötigen und somit die Ladezeit einer Seite gering halten. Das GIF-Format ermöglicht das Abspielen von mehreren Bildern als Animation und TIFF kann viele zusätzliche Bildinformationen, die für den Druck relevant sind, abspeichern. Das letzte Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist der Druck von Bildern. Ich möchte nun das Blumenbild in der Größe von 2048 x 1362 Pixel in einem Fotoformat von 13 x 18 cm ausdrucken. Ich weiß jedoch nicht, ob die Qualität des digitalen Bildes ausreichend für dieses Druckformat ist. Um diese zu erreichen, benötigt der Drucker eine weitere Dateiinformation, nämlich einen DPI-Wert. Dieser gibt die zu druckenden Farbpunkte pro Zoll bzw. die Dichte der Farbwerte beim Druck an. Je höher die DPI-Zahl, umso schärfer wird der Ausdruck. Für den Druck von Fotos sind 300 DPI absolut ausreichend. Wir haben nun die Begriffe Pixel und Auflösung kennengelernt, wissen, dass es unterschiedliche Bildformate zu unterschiedlichen Zwecken gibt und dass für den Druck von digitalen Bildern der DPI-Wert wichtig ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.